möchtest, kannst du auch gerne bei mir im Stream schauen. Es ist Fütterungszeit, Chat. Oh, fütterst du die Fischis? Jo. Das war jetzt nicht die Fütterungszeit, Lul. Wir hatten früher auch so ein großes Aquarium, so richtig groß. Wir hatten sogar Fische, die so richtig so, auch so wie geleuchtet haben. Ja, ja, ich glaube, so ist... Ja, perfekt, Digga. So ist aber, glaub, gut, oder? Chat? So, Chat. Hier. Das gibt's jetzt zum Futtern. Die werden abgehen, das sage ich euch jetzt schon. Und was sind das für Dinger? Futtergarnelen. Ach, Futtergarnelen. Das wird jetzt eine Massaker. Nichts für schwache Nerven. Aber erstmal fütter ich ein bisschen kleines Futter. Hast du auch so einen Clownfisch? Na klar. Oh. Siehst du noch die zwei Stück? Die, ja, aber die habe ich gerade eben nicht gesehen. Guck mal, du hast sogar Marlin und Nemo. Ich bin so neidisch. Oh Mann, das ist wirklich Marlin und Nemo. Oh, guck mal, wie klein der Nemo ist. Oh mein Gott, ist das süß. Als Frage, Regina, vielleicht, also du kannst jetzt was mit Monty lernen. Ja, was glaubst du ist von den beiden das Männchen und was glaubst du das Weibchen? Ich glaube, das Männchen ist das kleine Fischchen. Oha! 1+, so ist es. Aha. Und wusstest du, dass, Clownsfische, also die Nemos, die können ihr Geschlecht wechseln. Die kommen als das sind Zwitter. Ach krass. Und das Tier, was am größten wird da zum Weibchen und das Kleinste bleibt dann das Männchen halt, ne? Ach Wahnsinn. Oha, jetzt geht's. Würde ich auch gern können. So, meinst du dieses Zwitschen oder meinst du bis zu einem gewissen Alter erst? Ah ja. Also das sind jetzt hier Artemia. Das sind so kleine, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. So kleine rote Krebse, keine Ahnung. Auf jeden Fall Lebendfutter. So, das ist ja erstmal nur die Vorspeise. Sieht man den schwarzen? Gut, ja, ne? Oh ja. Hier, Chat. Den größeren da. Das ist ein Barsch. Und der imitiert hinten mit seiner Schwanzflosse, wenn er die so aufreißt und groß macht, imitiert er eine Muräne. Der hier, der. Der kann hinten seine Schwanzflosse ganz groß machen und dieser rote Punkt, also dieses Auge, soll ein Gesicht einer Muräne imitieren. Krass. Ja, ja. Seht ihr das jetzt, wie er sich aufstellt? Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch, ja. Jetzt geht das Massaker gleich los. Was sind denn diese lila-gelben? Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ich weiß gar nicht, was das für eine Art ist. Also könnte auch Barsch sein. Sicher bin ich mir nicht. Die sehen so aus wie Fruchtgummi. Ja, aber ich glaube, die schmecken nicht so süß gut. Nee, das nicht. So. Manchmal schön. Und jetzt ist halt gleich Massaker in den Becken angesagt, weil das ist Lebendfutter. Und wie ihr seht, sind die auch relativ flott unterwegs. Also wenn man da jetzt mal gegenhaut, ganz leicht. Also die sind sehr schnell und das ist halt einfach, da haben die richtig Bock drauf. Ja, da können die auch ein bisschen jagen, dann ist das nicht so interessant. Nice. Natürlich. Das wäre jetzt gleich schön. Moment, ich mache jetzt mal, schneide die Tüte oben auf, dass auch am besten gleich alle rausfallen. Muss aufpassen, dass mir die Tüte nicht umfällt. So, ich gehe mal jetzt auf die andere Seite, dass ihr jetzt alles live sehen könnt. 3, 2, 1 und rein mit denen. So. Und jetzt könnt ihr einfach zugucken. Ich sehe es selber nicht, aber... Ihr seht ja. Oh ja. Die gehen jetzt alle auf Jagd. Wie schnell die jetzt sich verteilt haben die ganze Zeit. Aber ja, ganz ehrlich, also die sind aber auch sehr schnell mit dem Schnappen. Die sind sehr schnell unterwegs. Krass. Das ist wie Verstecken spielen gerade. Die suchen jetzt die anderen. Ist doch relativ interessant, so ein Meerwasserbecken-Chat, ne? Und wenn ihr euch jetzt mal... Nee, ich sag, ist relativ interessant, so ein Meerwasserbecken. Nee, das habe ich verstanden. Ich wollte nur gerade eine Frage stellen. Ach so, ja, hau raus. Hau raus. Was ist das für ein Fisch, der so eine Mischung aussieht wie so Schwertfisch und... so Schwertfisch und Seepferdchen. Das sind Korallenwächter. Du meinst den hier oben, den hier. Genau, der in der Mitte gerade. Mhm. Dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen, Regina. Einer von den Korallenwächtern, ich müsste jetzt gucken, wer das ist, aber ich will jetzt nicht stören beim Essen. Einer von den Fischen ist hinten in die Filteranlage gesprungen und ich habe gedacht, dass der gestorben ist. Oh, okay. Und dann, als ich mitbekommen habe, als mein Fischkollege gesagt hat, nee, der ist gar nicht tot, der ist hinten in der Filteranlage, habe ich den live im Livestream 1,5 Stunden lang versucht zu retten und habe ihn auch gerettet. Ach du heilige Scheiße. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wie damals, dann habe ich ihn wieder reingetan und sein Kollege... mit dem er schon ein halbes, dreiviertel Jahr im Becken war, die haben sich so gefreut, zusammen rumschwimmen zu können. Oh. Dieser Korallenwächter, der jetzt hier oben gerade schwimmt, die nennen sich Korallenwächter, weil sie halt immer wirklich oben auf den Korallen drauf sitzen und alles überblicken.
Deswegen nennt man sie halt Korallenwächter, weil sie sich auf die Korallen raufsetzen und alles überwachen. Süß. Und die sind wirklich, also das kannst du dir nicht vorstellen, Regina. Jetzt schwimmen sie hier hinten, ich weiß nicht, sieht man die jetzt? Ja. Also hier oben schwimmen die irgendwie gerade zusammen rum. Und abends, wenn das Licht aus ist und ich hier am Chillen bin, die sitzen so oft zusammen und die sind halt wirklich Freunde, das merkt man. Das ist voll interessant, das zu sehen, dass bei Fischen das halt so ist. Also leider ist ich finde es schwer, also ich kann verstehen, warum Menschen es schwer finden, bei Fischen irgendwie mehr so Persönlichkeit zu sehen. Ja, aber da muss man entweder man hat eine Bindung oder man hat halt keine Bindung, weißt du? Mhm. Ja, das stimmt. Glaub mir, Chat, ich sag euch ehrlich, ich kannte mich mit dem Thema eigentlich am Anfang überhaupt gar nicht aus, aber es ist unheimlich cool, sich da reinzufuchsen und sich ein bisschen mit auszukennen. Da, man muss es fühlen. Ich sag euch ehrlich, das Becken sieht im Stream wesentlich nicht kleiner aus, als es in real ist. Das ist einfach ein schönes Hobby. Was mich leider auch ärgert ist, dadurch, dass ich hier jeden Tag drinnen sitze, jeden Tag davor sitze, habe ich mich daran gewöhnt und weiß es oftmals gar nicht mehr wertzuschätzen. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, aber du ziehst doch jetzt um. Wirst du dir nicht irgendwie ein größeres... Mach einen Raumteiler. Also ein Aquarium als Raumteiler benutzen oder so. Das wäre nice. Wenn man von einem Raum in den anderen durch ein Aquarium gucken kann. Wollte ich machen, aber das Problem ist, Regina, durch einen Raumteiler hast du auf der linken und rechten Seite dann nur begrenzt Platz. Das ist das Problem. Also ich wollte das machen, passt aber nicht bei mir. Dann kann ich nur ein kleines Sofa hinstellen. Aber es kommt ein sehr großes Aquarium. Also das sind jetzt nur mal als Maß, das sind 520 Liter. Und das Meerwasserbecken, was in meinen Gaming-Keller kommt, hat um die 2000 Liter, also nochmal dreimal ein Aquarium daneben, das müsst ihr euch vorstellen. Und oben ins Wohnzimmer, da sind wir aber gerade mit dem Statiker noch und am Klären, das Süßwasserbecken, also ganz normales Süßwasser, was ich im Wohnzimmer habe, das wären schätzungsweise 3000 Liter. Oh krass. Also oh, ist das mit nice. Regina drinne baden, so ein Ding wird das. Ja, aber nice. Also sowas finde ich richtig geil. Also ich habe zum Beispiel, früher als Kind hatten wir auch so ein richtig großes Aquarium. Da hatten wir auch immer ganz viele Fische. Bis meinen Eltern das einfach zu viel Arbeit war. Ja, ja. Ja. Wir haben das über Jahre gehabt, das geliebt. Ja, also leider. Einer hat jetzt gerade noch gefragt, Süßwasser, Salzwasser. Also Süßwasser ist das Wasser, was ihr bei uns in der Hood kennt oder im Amazonas oder sowas. Das ist Süßwasser. Also im Grunde, es ist relativ einfach. Man sagt Süßwasser, weil es, wenn du es trinkst, im Vergleich zu Salzwasser süß ist. Deswegen Süßwasser. Und das ist halt Salzwasser. So. Und ein Süßwasserbecken ist von der Pflege her wesentlich einfacher. Nicht zu unterschätzen, aber auch wesentlich einfacher. Weil diese ganzen Wasserwerte wesentlich unkomplizierter sind als ein Salzwasserbecken. Allgemein ist Salzwasserbecken wesentlich komplizierter, aufwendiger und viel, viel kostenintensiver als ein Süßwasserbecken. Süß ist Seesalz im Meer. Ach du laberst Scheiße. Arbeitsfalle 88, Digga. Direkt mal 10 Minuten auf die stille Treppe, jalla. Immer diese Belehrungen, weil die wissen es ja immer besser. Ja. Habe ich auch letztens noch eine Ansprache zugehalten. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo da Bock drauf habt, holt euch ein Aquarium, weil das ist ein sehr cooles Hobby. Falls ihr irgendwie Kinder habt, holt euren Kindern Aquarium, weil es halt einfach auch Verantwortungsbewusstsein in einem Kind hervorruft oder in einem Jugendlichen, je nachdem. Ist ein geiles Hobby und ich kann euch nur sagen, fangt aber erstmal mit Süßwasser an, weil Salzwasser ist sehr kompliziert, da kann man sehr viel verkehrt machen und ich wäre ohne die Fachmänner von meinem Homie oder von meinem Laden von Gottschalk hier in Neuwumsdorf um die Ecke da. Also das ist schon nochmal ein anderes Level und im Vergleich, das ist kein Flex, nur als dass ihr es als Vergleich habt. Das Süßwasserbecken, was ungefähr die gleiche Größe hat, hat mit Inhalt, Pflege, Fischen etc. um die 5.000 gekostet. Sagen wir mal 4.000 bis 5.000. Und wir liegen bei dem Becken mit Pflege, Inhalt etc. bei 25.000 bis 30.000 Euro. Das ist im Preis, also im Verhältnis, ist Süßwasser viel, viel teurer. Viel, viel teurer. Aber auch von der Pflege viel intensiver. Salz meine ich, sorry, Salz natürlich, mein Fehler. Weil man natürlich, also ich habe auch viel teuren Kram geholt, aber die Korallen, die Fische, die werden ja auch alle aus dem Ausland weit, weit weg importiert. Zum Teil sind auch seltene Fische dabei. Der schwarze Fisch, der da hinten schwimmt, der hier, der hat ja 2 Mille gekostet. Da war ich 2, der eine ist ja nach einem Tag direkt gestorben. Weißt du den? Ja, das ist also ein schönes Hobby. Und man muss nicht so groß anfangen. Eine Sache möchte ich aber noch sagen, weil es mich immer auch aufregt. Auch ich bin in Facebook-Gruppen. Facebook, Omega Null.
bin in Facebook, Facebook-Gruppen, in so Aquariengruppen. Und zum Teil möchte ich da wirklich ausrasten, weil Leute Fische in ihrem Becken halten, die 30, 40 Zentimeter groß sind. Und die werden in einem Becken gehalten, was kleiner ist als meins. Und das ist halt einfach, auch wenn es nur Fische sind, es ist nicht artgerecht, es ist Tierquälerei. Informiert euch, bevor ihr euch einen Fisch holt, wie groß der wird, wie er sich mit anderen verträgt. Und ja, wie soll ich sagen, und lebt das Aquaristik-Hobby mit Verantwortung den Tieren auch gegenüber. Kauft euch keine Fische, die zu groß werden für euer Becken, zu groß werden für euer Becken. Wenn ich mitbekomme, Digga, bei Gottschalk, was da für Leute Fische hinbringen und ihr Becken auflösen, Digga, ich habe Welse gehabt, die waren 60, 70 Zentimeter und wurden in einem 80, 90 Zentimeter Becken gehalten. Die konnten sich nicht mehr um ihre eigene Achse im Grunde drehen. Die waren deformiert. Die waren deformiert, Digga, weil irgendwelche dummen Arschlöcher sich drauf gedacht haben, ist ja nur ein Fisch. Ganz schlimm, ja. Digga. Ja, und das meine ich nämlich damit, dass man die Fische so unterschätzt oder generell die Pflege unterschätzt und die einfach zu wenig als Lebewesen oder Attachment dazu hat, weil zu einem Hund oder zu einer Katze oder sogar zu einem Vogel hat man da sogar mehr Gefühle für als zu einem Fisch. Da macht man sich weniger Gedanken. Bei ja, Fischen natürlich. Denken die Leute auch so, ja, ist ja nur ein Fisch. Ich bin da bei dir. Ein Fisch nach einem Angeln töten, könnte ich. Eine Katze oder ein Hund oder eine Kuh was antun, könnte ich nicht. Weil Fische, und das ist der Unterschied, Fische haben kein Gesichtsausdruck, zeigen keine Emotionen. Mhm. Heißt aber nicht, dass man das Recht hat, Fische nicht artgerecht zu halten. Das ist, auch ein Fisch kann leiden. Und was ich da mitbekommen habe, wie Leute zum Teil Fische halten, das ist wirklich schrecklich. Wirklich schrecklich, Digga. Weil auch man muss fairerweise auch sagen, es gibt leider auch so viele Idioten Fischfachverkäufer, die einfach die Fische wahllos an Leute verkaufen. Das heißt, da kommt ein Pärchen oder ein Typ rein oder eine Tussi, der Fisch, der sieht geil aus, den nehme ich mit. Und das ist dann ein Fisch, Digga, der insgesamt nach ein paar Jahren 1,5 Meter groß werden kann. Aber der Fischverkäufer fragt nicht, was haben sie denn eigentlich für ein Becken, sondern er verkauft ihn einfach. Und das sind, aus meiner Sicht, sind das Fischverkäufer, denen auch das Handwerk die dürfen einfach keine Fische verkaufen. Du musst dich verpflichtet fühlen, wenn du Fische verkaufst, du musst dich jeden fragen, was haben sie für Fische, vertragen die sich? Okay, aber wenn du Fische verkaufst, die groß werden, sehr groß, dann gib sie nicht verantwortungslos mit, sondern informier dich, ganz unauffällig, was haben sie jetzt eigentlich für ein Becken? Ja, 200 Liter, ja, dann kann ich ihnen den Fisch nicht verkaufen. Der Fisch braucht einen Liter mindestens ein Becken von mindestens 1000 Liter. Aber da gibt es so viele Idioten Fischverkäufer draußen, wo sich meine Fußnägel und die Fußnägel von den Jungs von Gottschalk nach oben kräuseln. Zum Kotzen. Ist das eigentlich so, dass wenn man Fische zurückgibt an Zoohandel oder was auch immer für einen Handel, dass die Fische eigentlich nicht zurücknehmen können wegen Gesundheitssachen und die dann einfach töten? Nee, nein. Also ich kann jetzt nur von den Jungs von Gottschalk reden, also mein Laden des Vertrauens in Neu-Wurmsdorf. Und da kann ich dir sagen, die Jungs machen Beckenauflösung. Also sie nehmen entweder für ein gewisses Trinkgeld oder Entgelt deine Fische in Obhut. Natürlich kostet das Geld, weil sie in ihrem also ein ganz komplettes Becken für dich besetzen. Das kostet aber nicht die Welt. Oder du kannst auch dein Becken auflösen und die Fische vorbeibringen. Und dann werden sie in den Becken reingetan und entweder verkauft oder whatever. Ich habe es auch schon mal mitbekommen und das ist auch völlig legitim, dass irgendwelche Krüppelfische abgegeben worden sind. Nicht bei Gottschalk, sondern in anderen Läden, beim Futterhaus oder so. Irgendwelche Krüppelfische abgegeben worden sind, die halt einfach nicht mehr lange hatten. Und die sind dann halt einfach als Futter geendet so. Aber lieber so als raus und einen über Dötzaun, ne? Aber ich habe das war einmal, ich weiß gar nicht mehr bei wem, das war bei Freunden irgendwie. Die haben ihr Becken halt auch aufgelöst, die wollten es nicht mehr haben, weil die Pflege denen zu viel war und das war ein Süßwasserbecken. Und dann sind die wieder zurück zu diesem Handel, haben das denen abgegeben, die haben es einfach angenommen, ohne Wenn und Aber. Und später habe ich dann von einem, der da Praktikum oder so gemacht hat, habe ich dann erfahren, dass die dann einfach entweder die Toilette runtergespült oder einfach umgebracht werden. Also das wird bei meinem Fischladen des Vertrauens Gottschalk wird das nicht gemacht. Da leben alle das, was sie machen. Oben arbeitet Stefan beispielsweise, den kennst du natürlich nicht, aber der lebt das einfach und das ist nicht so ein
Ich will niemanden beleidigen, aber in ganz vielen Futterhausketten und, haben die ja gewisse Vorgaben von der Zentrale, wie ein Aquariumbereich auszusehen hat. Und die haben gar keine Freiheiten, ihr Hobby richtig auszuleben, weil sie die Fische bekommen, die die Zentrale vorgibt. Und bei Gottschalk in Neuwumstorf ist das einfach so, da arbeitet Stefan oben und der kann bestellen, was er möchte. Klar, wäre cooler, wenn er noch einen ganz eigenen Laden hätte für ihn, aber der kann da oben das, was er macht, voll ausleben und das merkst du auch einfach an der Beratung, das merkst du an den Fischen, die er an Auswahl hat. Das ist halt einfach ein schöner Laden und ich fahre da auch ganz oft hin, Chat, das wisst ihr, Regina vielleicht nicht, weil sie nie meine Stories guckt, wie sie vorhin verraten hat. Das ist nicht wahr. Aber ich fahre da auch einfach oft hin, wenn ich mal einen Tag habe, wo es mir nicht so gut geht oder wenn ich ein bisschen Freizeit habe, also Freizeit im Sinne von, ich bin da in der Ecke und habe sowieso gerade nichts vor und ich fahre da einfach hin, dann kaufe ich für 50 Euro Futter von denen und nehme das direkt mit und gehe nach oben und fütter mit René oder alleine eine Stunde, eineinhalb Stunden die Fische. Ich fütter einfach die Fische, ich chill da und fütter einfach die Fische, weil es halt einfach für mich komplett Tiefenentspannung ist. Ich kann da richtig gut bei entspannen. Einfach nur Fischis füttern, gucken. Aber man muss da eine Bindung zu haben, zu Fischen an für sich. Manche fühlen das nicht, respektiere ich. Ich liebe Fische und wenn ich da in ein Süßwasserbecken reingucke und da vielleicht ein paar Barsche, paar Welse oder einen Aal oder so mal sehe, dann erinnert es mich einfach an die guten alten Kindheitstage von mir, wo ich hinten im Wald im Bächlein Kaulquappen, Salamander und gefangen habe und angeguckt habe. Das erinnert mich einfach an meine Kindheit, dieses Süßwasser. Ding erinnert mich einfach extrem an meine Kindheit, wo man einfach wirklich noch rausgegangen ist und in einem Teich kleine Stichlinge gefangen hat und. Ja, weißt? Ist so. Wir haben früher auch, aber wir sind immer in den Wald bei uns, direkt da ums Eck, kurz vor so einem Braunkohlewerk. Das war so ein richtig großer Wald und da war immer irgendwo so ein Teich, da haben wir immer Frösche gefangen und so. Ja, ja, übelst cool. Deswegen, ich persönlich würde mich zum Beispiel auch immer, wenn ihr mich vor die Wahl stellen würdet, würde ich mich immer gegen Salzwasser und für Süßwasser entscheiden. Weil dieses Grüne, das ist geil. Ich liebe Salzwasser. Aber das ist für mich so Urlaubsfeeling mit Oma und Opa am Meer. Und natürlich, ich war nie, also außer im Mittelmeer war ich noch nie in einem anderen Meer. Aber trotzdem erinnert mich das so ein bisschen an mit Opa zusammen schnorcheln, tauchen und so. Das mag ich sehr gerne. Aber das Süßwasser, dieses Grüne, dieses greifbare Nahe ist einfach für mich Kindheit pur. Ich habe es früher geliebt, als kleiner Butschi an irgendwelche Bäche zu gehen, zu gucken, was ist in dem Wasser drinne. Oh, ein paar Kaulquappen, oh, ein paar Stichlinge, oh, dann Salamander oder wie die Dinger hießen. Das war halt einfach Kindheit, ne? Ja, bei mir sind es die Pferde. Ich bin halt mit Pferden groß geworden, was für mich nie was Besonderes war. Ich war als Kind halt, ich habe das halt nie irgendwie zu schätzen gewusst, weil ich damit groß wurde. Alle Mädels bei mir in der Klasse meinten, oh mein Gott, mit Pferden, ich hätte auch gerne ein Pferd. Ich habe ja kein Pferd besessen. Mein Vater ist einfach Jockey. Geil. Zeitpunkt gewesen. Und ich bin auf der Rennbahn groß geworden. So, das ist aber für geil. Mich so voll normal. Ja, aber das ist so. Und jetzt, wenn ich halt diesen Geruch von Stall, wenn ich Pferde sehe, so, das ist so für mich auch einfach Kindheit total, durch und durch. Da weiß ich einfach so, ich bin zu Hause, so, das ist so einfach Wohlgefühl. Kann ich gut nachvollziehen. Hier direkt mal ein Pluspunkt. Oha. Du, vielleicht wusstest du es nicht, aber ich habe sogar selber im Pferdestall gearbeitet. Hast du? Ja. Echt? Was war das für ein Pferdestall? War das so mit Reitbeteiligung oder Galopp oder was war das? Das war, das, da konnten, ja, das war genau mit Reitbeteiligung. Ach, nice. Ja, ja. Da bist du gut mit Pferden umgegangen? Also ja. Umgegangen, ja. Nein. Ich meine, konntest du gut mit denen umgehen im Sinne von, hast du auch mal von denen, auch mal, bist du mal gebissen worden oder getreten worden oder so? Nein, nie. Ich hatte immer, ich muss sagen, ich habe sehr viel Respekt vor Pferden, weil die sehr viel Kraft haben. Aber was meine Mama auch immer früher schon zu mir gesagt hat, ich habe eine Ausstrahlung zu Tieren. Also ich habe immer direkt so eine Verbindung zu Tieren. Ich weiß nicht, die Tiere merken, dass ich eine gute Seele habe, was Tiere angeht. Ich habe in dem Reitstall 3 Wochen Praktikum gemacht. Dann wollte ich da eigentlich fest anfangen. Das war so ein bisschen meine Drogen-Alkoholiker-Zeit. Ich war auch oft angesoffen bei der Arbeit, muss ich gestehen, weil die hatten da so eine so eine Lounge, wo du dich reinsetzen konntest und eine Bar. Und ich bin da immer dann hingegangen, um 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, hat mir immer einen dicken Hieb Stroh 80 reingezogen oder sowas, also 80-prozentigen rum. Aber ich war halt immer ein bisschen angedüselt, aber das war halt trotzdem einer der schönsten Jobs, die ich mache. Ich kann mich, glaube ich, daran, stimmt, ich habe das in deinem Buch, ich habe ja das Hörbuch dazu gehört, ich kann mich daran erinnern, genau. Dass du davon, glaube ich, erzählt hattest. Ja, stimmt, genau. Stimmt, jetzt kommt es wieder, ja.
Ja. Das war echt schön und ich habe immer Respekt vor den Tieren gehabt und ich fand es einfach schön, mit Tieren zu arbeiten. Und es war ein anstrengender Scheißjob und die Chefin war auch echt unkorrekt. Also war so eine abgewichste, will ich jetzt mal sagen. Kein böses Blut so, aber war so eine abgewichste Geschäftsfrau. Aber es hat alles weggemacht, weil du halt einfach den ganzen Tag an der frischen Luft warst, mit Tieren warst. Die hatten dann noch Baloo zum Beispiel, den Hofhund, den ich sehr gerne mochte, auch der mich auch sehr gerne mochte. Es war halt einfach cool, auch dann Pause zu machen und sich einfach draußen auf die Wiese zu legen. Und es war einfach cool, so vom Ding her. Und mit Tieren arbeiten ist halt einfach auch ein Segen. Und Pferde, finde ich persönlich, sind mit die schönsten und intelligentesten Tiere, die ich kenne. Ja, die spüren das. Ja, die, ja, ja. Die spüren. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Mein Vater ist mittlerweile Pferdetrainer und kein Jockey mehr. Der hat sich hochgearbeitet. Wow. Und als er ganz klein quasi angefangen hat, hat er da so einen Stall. Das ist halt wie so ein Gang. Und da sind auf der einen Seite drei große Türen und auf der anderen Seite sind die Boxen alle. Und es war Fütterungszeit und die Pferde waren natürlich alle direkt am Futtern. Ich habe da gekehrt und es sind immer wieder Stallangestellte reingekommen, haben kurz auf die Tafel geguckt, was als nächstes dran ist und sind dann wieder raus. Und ungelogen, kein einziges Pferd hat rausgepiekt. Nicht ein einziges Pferd. Von weitem höre ich Schritte und ich weiß, es ist mein Papa. Ich kann meinen Vater, ich sehe den von weitem, ich höre den von weitem. Ich weiß nicht warum, aber ich merke das einfach. Und ich habe schon gemerkt, dass mein Vater, und auf einmal kommen alle Pferdeköpfe aus den Boxen raus, obwohl gerade Fütterung ist. Und die sind dann echt sehr konzentriert dann aufs Fressen. Ja, ja, ja. Und so, und mein Vater kam rein und alle Pferde sind mit den Köpfen draußen und wollen Aufmerksamkeit von ihm und von ihm gestreichelt werden und von ihm gelobt werden. Und ja, ja, ich habe etwas noch nie gesehen. Das ist, die haben so einen Hang zu meinem Dad. Das ist echt krass. Die kennen dich, die wissen, wer du bist, die werden dich wiedererkennen, auch vom Geruch und alles, ne? Ja, absolut, aber es ist einfach der Respekt, der meinem Vater gegenüber gebracht wird, von jedem einzelnen Pferd. Es gibt einfach Pferde, die lassen sich von niemandem führen oder die machen immer Probleme, wenn der Tierarzt kommt oder wenn der Hufschmied kommt. Und wenn mein Vater das Pferd nur von Weitem anguckt, das Pferd bleibt stehen, senkt den Kopf und denkt so, ja, okay, ich bin jetzt brav. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen bei jemand anderem, das ist der Wahnsinn. Mein Vater ist wirklich, der kann mit Pferden sprechen. Ich finde das auch, ja, das kann man wirklich. Ich weiß zum Beispiel, da wurden Fohlen geboren, also kleine Babys. Und ich wusste, ich durfte da nicht in den Bereich reingehen, weil die Ruhe haben sollten. Aber ich bin trotzdem immer heimlich reingegangen, hab mich einfach hingestellt, hab das kleine Pferdchen angeguckt, hab immer gesagt, oh, so ein Feini. Und dann ist er zum Gitter gekommen, hat mit seiner kleinen Nase... Und ich finde das ja immer so lustig, wenn die Pferde, das machen zum Beispiel Esel auch, wenn die über ihre Lippen in alle Richtungen. Das ist so lustig, wenn die das machen. Und das habe ich einfach genossen. Das war einfach schön. Leider haben die Umstände nicht gepasst und das war jetzt ein Puzzlestück auch zu dem, wo ich jetzt bin. Aber leider hat es damals nicht gepasst, weil die Chefin hat einfach, die da war, ein bisschen abgewichst war. Also ja, war einfach, hat einfach nicht gepasst. Aber war eine schöne Erfahrung, ne? War eine schöne Erfahrung. So, genug gelabert. Geh rein in die Euler.